Hey, ihr habt den vermessenen Mensch gerade geguckt. Ich habe mitbekommen, dass teilweise Leute aus Dresden, aus Aachen, aus Bochum, aus Karlsruhe, aus Kiel, aus Lüneburg hier dabei sind. Verzeiht es mir, wenn ich eure Stadt vergessen habe. Wir haben ein sehr, sehr, sehr tolles Panel, eine Gesprächsrunde, wo wir nochmal all das, was wir gerade in dem Film gesehen haben, verarbeiten können. Ihr könnt eure Fragen stellen. Da gibt es einen QR-Code und ihr habt so Instruktionen bekommen. Ihr findet das irgendwie heraus, stellt die Fragen und dann werden auch eure Fragen gestellt. Ich möchte direkt einsteigen, damit wir auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir haben in diesem Panel die HauptdarstellerInnen Girly Yadama und Leonard Scheicher. Wir haben den Afrikanisten Henning Melba und den Regisseur des Films Lars Kraume. Danke, dass ihr da seid. Und ich würde direkt auch das Geplänkel sein lassen und mit den Fragen einsteigen. Girlie, du bist prominent auf dem Cover von Der vermessene Mensch, aber letztendlich hat ja Hoffmann die Hauptrolle. Wie siehst du das Ganze? Siehst du Kunuje und deine Figur trotzdem auch als eine Hauptfigur? Oder ist es in Ordnung, da eine Supporting-Rolle zu haben? I think from my perspective, Also aus meiner Sicht sehe ich mich als Unterstützung für den Hauptcharakter. So sehe ich eigentlich meine Rolle. Ich unterstütze den Hauptcharakter, aber im Kontext des Films werde ich vielleicht auch als weibliche Hauptfigur gesehen. Sie sind selbst Herero. Können Sie vielleicht für diejenigen, die nichts über die Herero-Community in Namibia wissen, sagen, was sollten die Menschen denken, die einen unterschiedlichen Hintergrund haben in Namibia? Also was ist quasi die Konzeption oder was haben Sie im Kopf, wenn Sie sagen, okay, das ist jetzt ganz typisch Herero? Also ich würde sagen, Hereros werden betrachtet als Menschen, die manchmal auch von anderen als arrogant betrachtet werden. Denn es, wenn man beispielsweise auf Englisch oder Afrikaans oder Shwambo mit jemandem spricht, dann antworten sie auf Herero. Also das heißt, meine Community wird manchmal etwas als arrogant betrachtet, aber man muss natürlich auch sehen, woher das kommt. Man muss sich die Zeit vor dem Genozid anschauen. Wir sind eine Minderheiten-Community und das rührt auch von der Tatsache her, dass wir natürlich königliche Abstammung sind. Also daher kommt das eben auch. Also und ich denke, einige Dinge tragen wir auch einfach in unserer DNA mit uns. gestellt. Die Frage war, was denken die Leute in Namibia, wenn Girlie sagt, sie ist Herero? Das ist nämlich eine Minderheit heutzutage, auch durch den Genozid in Namibia. Viele Herero leben zum Beispiel in anderen Ländern, weil die geflohen sind. Dann geht es auch direkt zum Hauptdarsteller Leonard. Bei Hoffmann habe ich mir die Frage gestellt, glaubst du, dass er schwarze Menschen als minderwertig betrachtet? Ist er ein überzeugter biologistischer Rassist? Wie schätzt du diese Figur ein? Naja, also er ist einfach ein Kind seiner Zeit, so fängt es an. Und mit der Begegnung mit Konuye fängt er an, seine alten Muster, die gängig waren zu der Zeit, zu hinterfragen und stellt eigentlich eine Theorie auf, die alles auf den Kopf stellt, was da gedacht und gelehrt wird. Nur im Laufe des Films gerät er eben zwischen die Fronten eines eigenen wissenschaftlichen, karrieristischen Denkens und irgendwie einer menschlichen Moral und weiß irgendwie nicht, wie er richtig handeln kann und versucht es aber und weiß aber nicht, wie das geht. Und am Ende stellt sich eben heraus, dass er zu so einem Art rassistischen Monster dann wird und weiter dieses System unterstützt, in dem er auch aufgewachsen ist. Also vielleicht die Rebellion ist nur am Anfang da, aber am Ende scheitert er. Aber das eine ist ja sein Handeln. Ich frage mich, wie ist seine Ideologie? Also ist das jemand, der das glaubt? Weil wie ich den Film gelesen habe, wird hier die Geschichte von jemandem erzählt,
der eigentlich nicht von diesen Rassenideologien überzeugt ist, aber vielleicht rückgratlos ist und zu schwach ist, um dagegen einzutreten. Und nicht unbedingt, dass die Geschichte von einem rassistischen Menschen erzählt wird, wie es ja sehr viele von denen gegeben hat. Und ich frage mich, wie du das betrachtest, als du diese Rolle gespielt hast, ob der sozusagen eine niedere Rasse sieht, wenn er jemanden wie Konuye sieht oder nicht. Nee, ich glaube das nicht, weil es einfach er getrieben ist von einem wissenschaftlichen profunden Interesse. Und ich glaube, da kann man das in der heutigen Sicht ist es vielleicht rassistisch von Anfang an, aber wie ich es als Schauspieler gesehen habe, eigentlich nicht. Total interessant. Dann haben wir auch gleich den Übergang zu Lars. In dem Film, in der Besprechung des Films hast du oft erwähnt, dass du kulturelle Aneignung vermeiden wolltest und deswegen auch die Perspektive von Hoffmann, gespielt durch Leonard Czajka, zentriert hast. Mich würde interessieren, hast du da mittlerweile so eine ganz persönliche Haltung zu diesem Thema kulturelle Aneignung entwickelt? Oder war das eher so, dass du sagst, ich hatte ExpertInnen und deren, was die sagen, das vertraue ich und dann werde ich das auch so anwenden und mir gar nicht erst selber eine eigene persönliche Meinung dazu entwickeln? Beides. Also es gab ExpertInnen. Und Gespräche, auch Görli war ja eine Weile am Drehbuchprozess beteiligt und aber auch viele andere, auch die afrodeutsche Blind-Producerin in Namibia, Sophia Kali und so. Also es gab verschiedene, aber es gab auch Aktivisten, also es gab verschiedene Einflüsse, auch Gespräche darüber. Und ich finde, dass die Diskussion um kulturelle Aneignung uns auch wirklich weitergebracht hat. Ich finde schon, dass man natürlich sehen muss, dass eigentlich die Seite, die Geschichten der Opfer in dieser Zeit, die ja auch sich gewehrt haben, die große Freiheitskämpfe hervorgebracht haben und die tatsächliche Heldengeschichten auch haben, dass die meiner Meinung nach besser in den Händen von Herrero und Nama-Regisseurinnen aufgehoben werden, als wenn ich jetzt dahin fahre und sozusagen ihnen diese Geschichten jetzt auch noch wegnehme. Ich bin mir allerdings jetzt über die letzten Wochen, wir haben ja viel gesprochen, waren in Namibia und haben den Film dort in den Herrero gezeigt. Ich war in Amerika und habe es den Herrero in der Diaspora gezeigt dort und ich war jetzt viel in Deutschland unterwegs. Es ist eine komplizierte Diskussion um diese kulturelle Aneignung, auch wenn man weiß, dass Namibia natürlich nicht die Mittel hat, um selber einen Film in der Größenordnung herzustellen. Deshalb wäre zum Beispiel auch ein konkreter Vorschlag, dass ich finde, wenn endlich dieses Reparationsabkommen verhandelt wird, dass vielleicht ein Topf, ein Fonds darin sein sollte, der für kulturelle Projekte auch gedacht ist, damit eben diese Geschichten auch von dieser Seite erzählt werden können. Die Autorin und Antirassismus-Aktivistin Tupoka Ogette meinte, dass die einzige schwarze Figur, die einen Namen hat, sei Görli und die anderen kämen nicht so vor. Aber das ist ja auch aus dieser Idee entstanden, weil man nicht diese Geschichten erzählen möchte, sie klauen möchte von sozusagen anderen Filmemachern. Ist das vielleicht, könnte es sein, dass es vielleicht so eine Art Überkorrektur ist? Also hätte man so ein bisschen doch diese Geschichten anerzählen können, man nimmt nicht alles weg, aber man hätte ja vielleicht ein bisschen mehr noch erzählen können, damit sozusagen dieser Kritik auch, dass das dem auch gerecht wird, dass auch mehr Figuren einen Namen und eine Geschichte haben als jetzt nur Konuye. Klar, das haben wir auch überlegt, ne? Also vor allem jetzt erstmal Konuye als zweite Perspektive parallel zu Hoffmanns Perspektive zu führen. Man muss ja sagen, die anderen Figuren um Hoffmann tauchen ja auch nur marginal auf. Es gibt ja nur mal, vor allem Hoffmann ist in jeder Szene. Und wir hätten das machen können. Wir hätten Konuye mehr Raum geben können. Görli hat ja dann auch mitgearbeitet am Drehbuch und damit wäre es auch legitim gewesen, dass sie stärker diesen Handlungsstrang vielleicht sogar richtig mitschreibt. Wir haben es nur einmal natürlich weitergedacht. In dem Moment, wo der Krieg ausbricht, und die Herero gezwungen wurden, in dieses Sandfeld nach Botswana zu flüchten. Was da passiert ist, ist natürlich so schrecklich, dass der Film quasi die ganze Zeit diese Menschen
in unwürdigen Situationen gezeigt hätte. Wir reden dann davon, dass eben 80.000 Menschen oder man weiß es nicht ganz genau, in dieser Wüste verdurstet sind. Sie lassen ihre Kinder zurück, sie trinken das Blut ihrer Ziegen. Das ist natürlich alles, klar, hätten wir das machen können, aber zu welchem Zweck? Um dieses Leid noch weiter zu filmen, das leuchtete mir nicht ein. Ich finde, dass der Weg, den wir jetzt gewählt haben, dass wir eben einige harte Szenen, ihr habt ja gesehen, im Film haben, aber jetzt nicht die ganze Zeit so eine Gewaltexploitation daraus machen. Ich wüsste nicht, was der Mehrwert gewesen wäre an der Stelle. Deshalb haben wir übrigens in der Drehbuchentwicklung diese Völkerschau 1896 in Deutschland dazugenommen, weil in der Phase die Herero und Nama ja kommen, um in dem Glauben, dass sie diplomatische Verhandlungen aufbauen können, dass sie tatsächlich irgendwie ins Gespräch kommen. Kunuye sagt ja, es droht, also es wird einen Krieg geben, wenn ihr so weitermacht. Aber in dieser Szene, in dieser Szene wäre ja eine Chance gewesen, die Namen von denen zu etablieren oder denen mehr Raum zu geben, ohne diese schrecklichen Bilder, wo sie in Botswana sind. Also da wäre ja dann eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, den Freunden von Kunuye gibt man so 1-2 Szenen, um die ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, aber wenn es ist natürlich so dramaturgisch, wenn du dann diesen Handlungsstrang aufmachst und du sozusagen sie einmal da in dieser ersten Berlin-Sequenz als Perspektive aufmachst, dann erwartet man ja förmlich als Zuschauer, dass diese Perspektive auch durchgeführt wird. Es ist ja so schon so, dass dieser lange Teil in Afrika, in dem wir nur behauptet sind, dass man sich fragt, wo ist sie und so. Aber hätten wir tatsächlich ihre eigene Erzählperspektive aufgemacht, wäre es jetzt aus Filmemacher-Sicht, aus Erzählersicht völlig unverständlich, warum wir dann überhaupt nicht dahin zurückkommen. Ich glaube, das hätte beim Zuschauer eine große Irritation nach sich gezogen. Der Hauptdarsteller Leonard meinte, dass er nicht glaubt, dass Hoffmann ein überzeugter Rassist ist. Ich würde behaupten, dass die meisten Menschen zu der Zeit und viele Menschen, wie ich sie heute kenne, wenn man ganz lange mit ihnen spricht, ehrlich gesagt immer noch davon überzeugt sind, dass irgendeiner Form weiße Menschen überlegen sind. Und deswegen stelle ich mir die Frage, warum hat man sich dazu entschieden, diese Figur zu zentrieren, die für mich nicht so wirkt, als sei sie ideologisch davon überzeugt, wenn es ja auch ganz viele Menschen gibt, die ganz selbstverständlich sagen, ja klar bin ich überlegen, guck mal, was wir geschaffen haben, schau mal, wie toll wir sind. Also warum nicht so eine Figur wählen, warum nicht uns die Möglichkeit geben, den Rassisten kennenzulernen, so wie es auch viele von diesen gibt? Also ich würde erstmal den Begriff Rassist an der Stelle, das ist natürlich, da hat jeder eine andere Vorstellung von. Ich finde schon, dass ganz vieles von dem, was Hoffmann macht, einfach rassistisch ist. Es fängt ja damit an, dass er ihr den Kopf vermisst und obwohl sie weint, er nicht zu seinem Professor sagt, ich mache das nicht weiter, ich gehe jetzt nicht mehr. Aber er macht das nicht aus Überzeugung. Er handelt rassistisch. Ich frage mich, ob seine Ideologie, also seine Überzeugung rassistisch ist. Naja, seine Überzeugung ist ja sozusagen die Geschichte. Er sucht in dieser Geschichte nach seiner Position und er steht zwischen zwei Dingen. Einem Dilemma, in dem die Ethnologen in der Zeit nun mal stecken. Er interessiert sich für fremde Kulturen, aber er kommt, wie Leonard gesagt hat, als Kind seiner Zeit aus einem rassistischen Umfeld. Wir sehen ja, wie seine mögliche Verlobte sofort die Vorlesung verlässt. Und man muss eben genauer hingucken. Die Figur versucht die ganze Zeit eigentlich ihre Karriere zu betreiben. Und das bis zur letzten Konsequenz. Das ist das Wichtigste im Leben von Alexander Hoffmann. Er sagt es auch ganz am Anfang. Er sagt, er will das Werk seines Vaters fortsetzen und er will Professor werden. Er will in dieser akademischen Welt was werden. Und er bezieht eine Position, die es durchaus gab. Die kann man bei anderen Ethnologen in dieser Zeit auch nachlesen. Das ist keine Erfindung, die ich da gemacht habe, sondern so wurde diskutiert. Es ist ja nicht so, dass Deutschland dass es sozusagen einen unisono Blick gab auf die Kolonien. Es gab 1907 eine Regierungskrise wegen den Aufständen in Namibia und verschiedene Menschen in Deutschland haben verschieden auf diese Situation geguckt. Es ändert nur nichts daran, dass sie trotzdem insgesamt alle Teil dieses imperialistischen Systems waren. Und auch Hoffmann ist das natürlich. Es ist für ein Drama auch nicht interessant, wenn wir uns nun mal entschieden haben, eine Figur ins Zentrum zu stellen, wie jetzt diesen Ethnologen Hoffmann, und ihm eine vollkommen unkritische und überhaupt nicht differenzierte und dadurch auch keine differenzierte Blick auf diese Ereignisse geben, dann würde man von Anfang an denken, naja,
was soll ich mir das jetzt angucken? Der ist der Rassist, der macht diese Reise und der handelt sozusagen die ganze Zeit nur in einer Weise. Die Dimension dieser Figur liegt natürlich genau daran. Er ist auf einer, zu einem Teil ist er rassistisch, er hat vor allem keinen moralisch gefestigten Kompass. Und auf der anderen Seite reagiert er durchaus auch menschlich an manchen Stellen, aber er muss sich eben entscheiden. Und er entscheidet sich die ganze Zeit für Grenzüberschritte, für amoralische Dinge. Ihr habt es ja gesehen, er macht eigentlich in jeder Szene zunehmend Dinge falsch. Selbst wenn er sie sich selber legitimiert, muss man natürlich in Frage stellen, ob diese Sonderstellung, also als sozusagen Rebell an der Akademie oder mit einem kritischen Geist, kann man eben auch eine akademische Karriere starten. Und auch das ist natürlich ein Kalkül. Würde er sich einfach nur hinstellen und genau das Gleiche erzählen wie alle anderen, dann kriegt er natürlich auch keine Aufmerksamkeit. Das heißt, in dieser Zeit, wie heute auch, werden natürlich verschiedene Positionen auch durchaus bezogen, auch einfach nur für das eigene Fortkommen. Also es gibt verschiedene Motive in dieser Figur Hoffmann. Es gibt ja auch noch dieses Element dieser romantischen Sehnsucht, die er hat. Er liest Heine, lässt sie Heine lesen, er berührt sie zu lang. Und auch das ist etwas, was man ja sozusagen unter den Leuten dieser Zeit sieht, wenn man sich die Brückemaler anguckt, die sozusagen in der Südsee, in der Pazifik Frauen beim Bade gemalt haben, während sie rechts und links von ihrer Staffelei auch systematisch vergewaltigt wurden von Schutztruppen. Das haben sie auch nicht gemalt. Und auch sie hatten diesen exotischen, romantischen, verklärenden Blick auf die Realität. Und das ist nun mal etwas, was in der Zeit auch da ist. Und wie gesagt, der Film war ja dafür da, uns einen kritischen Blick auf diese Zeit zu geben, uns von diesen Ereignissen zu erzählen, mit der Haltung, dass wir natürlich gegen diesen Rassismus und gegen diesen Völkermord sind und so weit, wie es vielleicht möglich war, mit dieser einer weißen Perspektive in diese Kultur reinzubringen. Aber natürlich findet sie nie statt. Es findet ja gar keine richtige Begegnung mit diesen Menschen statt. Das macht Gurley auch großartig, finde ich, wie sie ihn immer auf Distanz hält und immer sagt, sie spürt das ja sofort, diese romantische Verklärung. Und das ist das Drehbuch. Das stimmt. Also auch das fand ich auch spannend, wie sozusagen Hoffmann bis zum Schluss immer noch hadert, wo vielleicht sich jemand denkt, okay, jetzt bist du doch schon dort, jetzt hast du schon das gemacht. Irgendwann kannst du ja dazu stehen, was du da machst, aber das ist ja dann auch sozusagen eine Entscheidung, bis zum Schluss diesen Zwiespalt da zu zeigen. Das ist natürlich ein klassischer Fall, das Drama, die Figuren in einem Drama zeigen sich immer erst in dem Höhepunkt Handlung am Ende der Geschichte. Vorher wissen wir auch bei den, sonst macht ja sozusagen die Steigerung der Ereignisse gar keinen Sinn. Also man muss natürlich, dafür ist man ja im Publikum da, man sitzt natürlich da und bei jedem Drama versucht rauszufinden, wird diese Figur es schaffen, wird er gut, wird er schlecht, welche Entwicklung wird er nehmen, auch sein Charakter. Und dafür sitzen wir im Kino und bewerten das Handeln der Figur bis zur Höhepunkthandlung. Und da zeigt sich, wer die Figur wirklich ist, im Moment des größten Drucks, der größten Krise. Danke für die Ausführung. Ich möchte hier Henning direkt reinholen. Du bist Afrikanist, du hast in Namibia gelebt in der Apartheid-Zeit. Und deswegen kennst du ja auch viele Menschen, die dazu forschen, die ethnologisch arbeiten. Was hat dieser Film gemacht, den zu sehen? Und wie siehst du diesen Berufsstand der Ethnologie oder dieser Forschung abgebildet? Mich persönlich hat der Film zutiefst berührt. Und vielleicht in Anknüpfung an das, was gerade schon von euch besprochen wurde, für mich kam Hoffmann von der ersten Szene an als Herrenmensch herüber. Er hat seine wissenschaftliche Karriere als Priorität behandelt und hat billigend in Kauf genommen, der vermessenen Frau die Menschenwürde zu nehmen durch diesen Akt. Das war ein Akt der Unterwerfung. Egal welche moralischen Skrupel da hinzukommen, er war karrierebesessen und, wie ich finde, durch den ganzen Film hindurch ein Feigling. Und das sind Mentalitäten, die haben sich auch in der Apartheid wiedergespiegelt. Und Ethnologen,
die ja früher Völkerkundler hießen, waren eigentlich Teil einer Herrschaftswissenschaft. Sie haben die Wissenschaft in den Dienste von Kolonialismus und Imperialismus gestellt. Und ja, da gab es Ausnahmen, wie es auch unter Kolonialbeamten Ausnahmen gab, die etwas anderes gedacht und im Kleinen zumindest auch gelebt haben. Aber im Prinzip haben die meisten der Beteiligten ein System reproduziert, bewusst oder unbewusst. Hoffmann am Anfang vielleicht weniger bewusst, aber er hat es reproduziert. Und wie auch schon erwähnt wurde, er hat zum Beispiel die Annäherung an Gunoche, die von ihr zurückgewiesen wird, ignoriert, sie ignoriert. Das war von Anfang an ein koloniales Herrschaftsverhältnis. Und dieses koloniale Herrschaftsverhältnis hat sich seit dem 19. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart reproduziert. Wir sind davon nicht weggekommen, auch wenn sich die Formen geändert haben. Wir leben weiterhin in asymmetrischen Machtbeziehungen. Wir reproduzieren Hierarchien. Die Volkskunde wäre ehrlicher zu verstehen. Und da gab es ein oder zwei Gegenerzählungen, Narrative schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Wenn dann also Beobachtende aus anderen Gesellschaften in den kolonialen und imperialistischen Ländern die dortigen Menschen erforschen und deren Naturbeschaffenheit und Gemüter erfassen, um sie zurückzuberichten in ihre eigenen Länder. Im Ansatz war das ja eigentlich bei dieser Völkerschau Ende des 19. Jahrhunderts der Fall. Und es war auch kein Zufall, dass die Völkerschauen dann nach wenigen Jahrzehnten in dieser Form eingestellt wurden, weil sie nämlich sehr ambivalent waren. Sie schufen auch Anschauungsmaterial für die Kolonisierten, die sich keinesfalls als Kolonisierte verstanden, um die Herrenmenschen zu studieren. Es gibt eine Szene, die verbirgt ist. Bei dieser Völkerschau gab es einen der Anwesenden aus einer der Kolonien, der wurde eines Opernglases gewahr, benutzte dieses Opernglas und beschaute damit demonstrativ die deutschen Besucher dieser Völkerschau. Das ist die Umkehrung. Wenn es diese Umkehrung in proportionalen Verhältnissen gegeben hätte, dann hätte das Herrschaftsverhältnis relativiert. Aber dieses Herrschaftsverhältnis ist bis heute nicht grundsätzlich geändert worden. Das heißt, das passt genau perfekt zu der Frage, die jetzt auch kommt, an Henning Melba. Da wird die Frage gestellt, wie er die Aufarbeitung des Genozids an den Herero und Nama heute einschätzt, auch im Hinblick auf den kulturellen Kolonialismus und dessen Auswirkungen in Namibia und Deutschland. Das war ja auch zum Ende des Films, gibt es den Satz, dass diese Ideologie ja auch zu dem Holocaust im Zweiten Weltkrieg geführt hat. Und dazu gibt es auch sehr viele Debatten und ich habe mich auch mal mit Historikerinnen unterhalten, Fatima El-Tayeb und Josefina Prako, die sagen, der Grund, warum zum Beispiel die deutsche Kolonialvergangenheit und antischwarzer Rassismus nicht so richtig ankommt, ist, weil bei vielen Menschen das Gefühl ist, Rassismus ist, was in der Nazizeit passiert ist und alles andere gab es nicht. Wie siehst du das Ganze im Hinblick auf die Frage? Also wie schätzt du die Aufarbeitung gerade ein? Und kann das sein, dass wir da in unserer Erinnerungskultur mehr Platz machen müssen und es da keine Hierarchien geben sollte? Ich teile die Einschätzung, die du gerade schon kurz referiert hast. Wer den Holocaust in seiner Vollständigkeit begreifen möchte, muss bereit sein, weiter zurückzugehen in der Geschichte. Wir haben aber in der deutschen Diskussion, soweit ich die aus der Ferne verfolge, eine unsägliche Abwehrhaltung, die dazu übergeht, sogar solche Forderungen als Antisemitismus zu stigmatisieren, mit der Begründung, dies wäre eine Verharmlosung des Holocausts. Was niemand, der fordert,
in die Zeit des Kolonialismus zurückzugehen, um besser begreifen zu können, behaupten würde. Und es wird gleichzeitig damit verknüpft, der Vorwurf, damit würde die Singularität des Holocaust abgesprochen. Durch Vergleiche. Man kann aber eine Singularität nur formulieren, wenn man vergleicht. Also von daher ist das Argument ein Widerspruch in sich. Und es ist interessant, in der Diskussion zu sehen, dass Raphael Lemkin, der den Begriff des Völkermords geprägt hat und der Konvention zugrunde liegt, in seinen Schriften, in denen er für einen Völkermord und dessen Verurteilung argumentierte, als Beispiel die deutsche Kolonialherrschaft in Südwestafrika aufführt. Das heißt, das wird nicht aus der Luft gegriffen, dass der Holocaust sozusagen vom Himmel fiel. Der Holocaust muss verstanden werden im Kontext des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und in der Eskalierung von Gewalt. Wie Hannah Arendt in den Ursprüngen der totalen Herrschaft gesagt hat, muss man den deutschen Kolonialismus berücksichtigen, um zu sehen, wie die Anwendung totaler Herrschaft in den Kolonien wenige Jahrzehnte später im eigenen Land gegen Teile der Bevölkerung angewendet wurde. Was allerdings das Problem ist, ist, dass viele sagen, jetzt reicht's aber. Wir sind die Weltmeister in der Erinnerungskultur. Wie weit sollen wir noch zurückgehen? Und es ist eine fast schon mentale Blockade, die teilweise vielleicht dadurch zu erklären ist, dass man sagt, das war die sogenannte gute alte Zeit, an die wollen wir auch nicht rühren. Aber solange wir uns dem verstellen und uns diesen Blick blockieren, werden wir auch nicht begreifen und erklären können, wie Formen des Rassismus in der heutigen Gesellschaft weiterhin unreflektiert reproduziert werden. Formen, die ihre Ursprünge auch in kolonialen Verhältnissen jener Zeit hatten, vor der Nazi-Diktatur. Da gibt es noch eine passende Frage dazu, wo ich auch noch erwähnen möchte, dass es auch die Roma und Sinti natürlich getroffen hat. Und da gibt es sehr viele Forscher, die diese Singularität vehement angreifen und sie auch argumentieren, dass das im Grunde genommen wieder rassistisch ist, dass sie untergeordnet werden. Hier wird die Frage gestellt, warum die Geschichte der Herero und Nama innerhalb von Namibia wenig öffentlich aufgearbeitet wird und vor allem für Außenstehende und weiße Menschen, zum Beispiel Touristen, aufbereitet wird. So finden sich ja zum Beispiel am Waterberg quasi keine Möglichkeit, sich darüber zu informieren, außer die unglaublich kleine Tafel auf dem deutschen Friedhof. Du hast in Namibia gelebt, Henning. Vielleicht kann Girlie auch was dazu sagen, wenn ihr die Frage übersetzt wurde. Warum ist in Namibia selbst jetzt nicht, sind da solche Gedenkstätten, wie man das eigentlich erwarten würde? Vielleicht kann ich ganz kurz was dazu sagen und dann sollte aber Girlie natürlich dazu auch was erzählen, weil sie selbst die unmittelbar Betroffene ist. Namibia ist eine Gesellschaft, die durch den damaligen Völkermord demografisch nachhaltig verändert wurde. Und die Menschen, die heute in der Mehrheit an der politischen Macht sind, sind nicht die Nachfahren der vom Völkermord betroffenen Ovaherero und Nama und der Damara und der San. Es sind Menschen, denen auch ihr Land nie weggenommen wurde. Das heißt, die Mehrheit derjenigen, die heute in Namibia Staatsmacht und Staatsgewalt repräsentieren, haben keine persönliche, direkte Anbindung an diese Erfahrungen des Widerstands und des Leids. Die Widerstandsgeschichte in der offiziellen patriotischen Geschichtsschreibung gibt nur zögerlich einen Teil davon preis in diesen Formen des sogenannten primären Widerstands. Aber offiziell beginnt sie mit der Gründung der nationalen Befreiungsbewegung. Und das schafft Ambivalenzen, die auch von den Nachfahren der Betroffenen als im Prinzip ähnlich kolonial empfunden werden. Aber Girlie kann dazu sicher mehr sagen.
Well, I think Henning. Ja, ich denke, Henning hat das sehr gut schon beschrieben. Und wie er gesagt hat, also die Herrschenden in Namibia heute sind nicht die Mehrheit der Nachkommen und das ist auch nicht ihr Fokus. Aber wenn ich das sage in dem Kontext, dann beziehe ich mich auf die Hereros. Ich bin ja selbst Herero und natürlich erinnern wir uns an den Genozid. Das ist immer im August in Okahanja. Und das ist aber nicht etwas, was wir feiern. Aber daran wird offiziell erinnert. Aber wir als Nachfahren machen das natürlich, um die Geschichte am Leben zu halten. Aber Henning hat das alles schon sehr gut angesprochen. Wie empfandest du die Szene in der Haifischinsel und konntest du mit den anderen namibischen Darstellern sprechen, wie sie die Szenen in der Völkerschau, wenn es Namibia waren, ich weiß es nicht, aber sie waren auf jeden Fall schwarz, wie fanden sie das, diese Szenen zu drehen und wie fandest du das in dieser Haifischinsel? Well, it was obviously emotional for us. Ja, es war natürlich sehr emotional für alle von uns. Ich kann mich auch daran erinnern, bevor ich auf den Set gegangen bin im Make-up-Trailer, da war einer, der da hat die Make-up-Leiterin mir gesagt, dass sie eine der Darstellerinnen eine Großmutter hatte, die in Shark Island auf der Haifischinsel gearbeitet hat. Und sie musste dort die Überreste ihres Mannes beseitigen. Das war eine sehr traumatische Szene für sie, das so zu filmen. Aber letztendlich ist es ja ein Teil unserer Geschichte. Das ist wichtig für uns alle und das haben wir nicht vergessen. Also das ist der einzige Kontext, den ich hatte in Bezug auf die namibischen Darsteller. Und Lars, ich und Leonard haben diese Szene natürlich diskutiert. Vorbereitet, fragt Miriam aus Düsseldorf. Do you want to go first, Leonard? Yeah, I go first. Thank you. Ich muss dazu sagen, also auf solche Szenen explizit vorbereiten ist jetzt nicht doller als auf andere Szenen. Was aber ganz schön krass war für mich als deutscher Schauspieler, der in der Schule auch nie was darüber gelernt hat, über den Genozid und die koloniale Vergangenheit, ist an diesen Sets, an denen wir waren, wo ich mit Girlie gespielt habe und mit den ganzen namibianischen oder namibischen Extras, also Komparsen und Komparsinnen, ich habe gespürt, dass es eine Art kulturelle Identität ist, diese Geschichte zu erzählen. Und somit war die ganze Make-Believe-Arbeit, die wir als Schauspieler nun mal machen müssen, war auf einmal verschwunden, weil es war so real, dass man einfach nur da sein musste und in diese Situation geworfen wurde, ohne groß mentale Imaginationsarbeit oder sowas. Das war einfach extrem heftig, da zu sein, aber auch auf eine Art toll, die Möglichkeit zu haben, diese Geschichte zu erzählen und das miterleben zu dürfen. Well, from my perspective, it's also aus meiner Perspektive, ja, wie kann man sich auf so eine Szene vorbereiten? Da kann man wirklich nur seinen Charakter so gut wie möglich rüberbringen und das Drehbuch lesen. Aber wenn man auf den Set kommt, zum Set kommt, dann wird es eine andere Realität. Und ich erinnere mich auch daran, wie Lars, Leonard und ich hier uns darauf vorbereitet hat, auf diese Haifischinsel-Szene. Ich hatte natürlich über die Geschichten gehört, aber das zu sehen und eine Neuinterpretation der Szene zu machen, also das war ziemlich schockierend für mich, weil das roch wie der Tod und diese Körper zu sehen und das zu riechen und zu sehen, also die Sinne spielen ja auch eine große Rolle hier, wie wir eine Szene spielen als Schauspieler. Ich denke,
Ja, also unser Produktdesigner war ein Russe, der hat eine tolle Arbeit geleistet. Und da muss man wirklich sagen, also man hat das geprobt und man hat das gelesen vorher, aber am Set wird es eine andere Realität und daran, damit muss man arbeiten in dem Moment. Ja, also wir hatten... Well, there was Marcella. Ja, das war Marcella, eine Psychologin, die war am Set während der ganzen Dreharbeiten. Also wenn man jemanden brauchte, mit dem man reden wollte. Und sie ist natürlich eine Expertin für Trauma. Und dann war sie verfügbar für uns, nicht nur für uns, sondern die ganze Crew und die ganzen Darsteller, alle Komparsen. Also die war immer verfügbar. Aber ich selbst, habe keine psychologische Hilfe gesucht, weil ich brauchte auch diese Emotionen, um den Charakter zu füllen und die Emotionen rüberzubringen. Also für mich, also ich bin immer sehr dankbar, dass ich die Szene vorher nicht gesehen habe, bevor wir das gefilmt haben auf der Haifischinsel, weil dann kommen wirklich so natürliche emotionale Instinkte zur Geltung, mit denen man arbeitet. Sonst würde ich anfangen zu heulen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie andere Menschen einen Menschen so behandeln können. Also das war einfach dann perfekt, dass wir einfach in diese Szene gegangen sind und man konnte wirklich die Emotionen entsprechend unterbringen. Also ich habe noch die Frage bekommen, dass von Hoffmanns Rolle, also von Leonard, die Leute wollen wissen, ob es da eine Art Inspiration gegeben hat. Also die Figur ist ja keine, es gibt echte Ethnologen aus der Zeit, aber diese Figur ist ja sozusagen kreiert, auch wenn sie auf Sachen basiert, als du dann das gespielt hast. Hast du dir so ein paar andere Leute angeguckt oder so durch so alte wissenschaftliche Arbeiten oder was waren so deine Inspirationen? Erste Inspiration war eindeutig die Geschichte der deutschen Ethnologen zu dieser Zeit, eben die als Vorbild dienten für diese Rolle. Also woher kommt eigentlich die Motivation, alles in Frage zu stellen? Und dass es das wirklich gab, es war total wichtig für mich, das irgendwie mal so zu lesen, dass es wirklich so Leute gab, die ihr Leben lang umhergereist sind, um zu forschen. Also weil ich mir das so nicht vorstellen konnte, also was das auch für Strapazen zu dieser Zeit bedeutet hat. Andere Vorbereitung, ich dachte, ich muss irgendwie ganz dünn werden und habe gehungert, um irgendwie schwach und dürr und irgendwie labil und nicht wissend mich auch so zu fühlen. Und auch, weil das ja so eine, ist ja auch, der Hoffmann zieht ja da die ganze Zeit durch die Wüste und hat nichts zu essen und zu trinken und da, wo er sich fast nicht mal schafft, sich umzubringen, da ist er ja auch sehr schwach. Irgendwie, das waren die großen Vorbereitungen. Und natürlich habe ich mit Lars viel gesprochen und wir haben über Filme gesprochen, die es nicht so viel gibt, über moralische Degenerationen, also über einen moralischen Zerfall von Charakteren. Und wir haben uns angeschaut Capote mit Philipp Simon Hoffmann und Daniel Day-Lewis spielt der Blatt. Ja. Aber es gibt natürlich, wenn ich das kurz sagen darf, als ich die Figur geschrieben habe, es gibt natürlich Biografien, die dem zugrunde liegen. Also es gibt Leo Frobenius war ein Ethnologe, dessen Biografie ich gelesen habe. Es gibt eben den Felix von Luschan, der wichtig war, der von dem ich schon, glaube ich, schon berichtet habe. Und es gibt eben ein Buch, das Leonard auch gelesen hat, das ist von H. Glenn Penny, das heißt Im Schatten Humboldts, da geht es um die gesamte deutsche Ethnologie-Geschichte. Also man kann diese Biografien schon nachlesen. Eine Frage, die auch gestellt wurde, ist, wem habt ihr den Film in Namibia gezeigt? Wo und wie haben die verschiedenen Communities reagiert?
Also wir sind von Windhoek aus nach Norden und dann sozusagen Richtung Osten in so einer Kurve gefahren und waren in 6 Communities, die alle keine Kinos haben und haben ihn in dort in Gemeindehäusern oder einfach Open Air gebeamt. Es kamen immer so 200-300 Leute, es war gut besucht. Wir hatten dann danach immer die Gelegenheit, lange zu reden und davon haben die Leute auch Gebrauch gemacht und wir waren vor allem eben in Herero-Gemeinden. Und weil das wurde ich jetzt auch oft gefragt, was sagen denn die Weißen Namibia? Da habe ich gesagt, den haben wir den Film gar nicht gezeigt. Also uns ging es jetzt vor allem darum, mit den Herero ins Gespräch zu kommen. Und da war es immer so, dass die Leute eben, was Görli, glaube ich, auch schon gesagt hat, die haben halt vor allem in ihren Familien diese Tradition der Oral History. Es wird eben in den Familien immer auch weitergegeben, was so passiert ist. Und man muss ja verstehen, 1904 bis 1908 gibt es kaum Fotografie. Das heißt, es gibt nur eine Handvoll Bilder, die habe ich auch gesehen im Nationalarchiv in Windhoek, aber es ist einfach nicht viel. Und der Film ist für sie eben das erste Mal, weil es ja der erste Kinofilm ist, der sozusagen ein Reenactment dieser Zeit macht, die Möglichkeit, quasi ihre Familiengeschichten auch mit diesen Bildern und diesen Ereignissen abzugleichen. Und sie kamen immer recht skeptisch und waren danach in den langen Gesprächen, die eben sehr emotional waren, wo sie ihre Geschichten so geteilt haben, gingen sie immer und sagten, es ist toll, dass es den Film gibt, weil sie eben jetzt sehen, dass die Deutschen den Teil der Geschichte doch nicht vergessen. Es war eine Frage aus dem Astra-Kino in Essen. Ich möchte, dass ich versuche, alles abzufangen. Wir haben hier ein Lob einfach aus München von Sebastian Vogel im Monopol-Kino. Danke für diesen Film. Er bringt ins Bewusstsein, was lange Zeit vergessen ist. Dann die Frage mit den Vorbildern kam aus Freiburg. Ich habe euch alle im Blick von jeder Frage. Also ich versuche, euch nicht zu vergessen. Aus dem Kino Gloriette Heidelberg kommt die Frage, wie ist es, die düstere Vergangenheit darstellen zu müssen, aber nicht ändern zu können? Wie ist es, unter diesen Umständen einen Film zu produzieren, der einem im Grunde genommen den gesamten Rahmen vorgibt und nur die Art und Weise der Vermittlung der Filmcrew überlässt? Also sozusagen, man will ein Happy End, aber gibt's nicht. Wie war das sozusagen, dieses Gefühl da, diesen Film so zu drehen? Also ich sage mal kurz aus Drehbuchperspektive war es so, wir haben 8 Fassungen geschrieben von wirklich 4 dezidiert anderen Stories. Ich habe ganz lange nach einem Weg gesucht, wie ich diesen Film überhaupt sozusagen aus Tätersicht, habe ich ja schon erklärt, machen konnte und so. Und ich finde nicht, dass er nichts ändern kann. Also wir haben ehrlich gesagt die Hoffnung, dass er was ändert. Also weil es eben, wie wir schon gesagt haben, Henning hat das mal so gut formuliert, es gibt eben diese kollektive Amnesie zu diesem Teil der Geschichte. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass ein Kinofilm, auch wenn es natürlich hart ist, aber dass ein Kinofilm eben ein anderes Publikum erreicht, vielleicht auch Leute, die jetzt nicht in dieser Ethnologie-Debatte, die läuft seit einigen Jahren so, das zu verfolgen, oder in dieser in dieser politischen Debatte, die ja auch einfach nicht wirklich ins Bewusstsein so richtig durchdringt. Wir hoffen, dass der Film sozusagen ein Publikum erreicht, dass man einfach, und deshalb haben wir ihn übrigens auch um diese Schädelrestitution gedreht, weil wir eben das Gefühl hatten, das versteht jeder, dass wir diese Tausenden von Schädeln einfach sofort restituieren müssen. Es gibt ja gar keinen Grund, warum die noch hier sind. Das muss alles aufgeräumt werden. Und dann empfinden wir das als auch nicht einen Endpunkt, sondern als einen Anfang. Diese Reparationsabkommen oder dass der Bundespräsident mal um Entschuldigung bitten würde, das wäre ja sozusagen ein Anfang, um eine neue Begegnung zu ermöglichen. Also so ganz hoffnungslos finden wir es nicht, auch wenn die Geschichte sozusagen natürlich sich nicht, also ich durfte natürlich keinen Helden erzählen, das wäre ja völliger Irrsinn gewesen. Da kommt auch eine Frage, die direkt ich an Henning geben würde. Wie sieht es denn aktuell aus mit der Schädelrückgabe? Also was ist da jetzt der Stand der Dinge? Sind die Nachkommen überhaupt bereit, diese Sachen anzunehmen? Oder muss da mehr geschehen? Wie ist der aktuelle Status, wenn es um die Wiedergutmachung geht? Also die Frage, ob die Nachkommen bereit sind, die anzunehmen, ist eigentlich falsch gestellt. Solange Menschen in ihren Teilen in anderen Ländern in Kellern lagern, wird die Identität dieser Menschen, aber auch der Nachfahren nicht wiederhergestellt. Das ist ganz ähnlich wie die Landfrage eigentlich, wenn es um Namibia geht.
Es ist gar keine Frage, ob die da bereit sind. Es geht darum, diese Menschen in dahin zurückzuführen, wo sie geraubt wurden und damit ihnen überhaupt die Rückkehr zu den Ahnen zu ermöglichen. Also es gibt ja auch in Deutschland die Kriegsgräberfürsorge. Das ist zwar nicht gleichzusetzen, aber es ist eine Erinnerung daran, dass auch in der deutschen Kultur den Toten gedacht wird und dass die auch würdig beigesetzt werden, zum Teil sogar rückgeführt, wenn sie identifiziert sind. Es wurde kurz erwähnt, am Warteberg finden sich Gräber von Schutztruppensoldaten. Im ganzen südlichen, mittleren und östlichen Teil Namibias finden sich solche Gräber, sorgfältig gepflegt, auch von der deutschen Kriegsgräberfürsorge, auch von den Deutschen in Namibia. Und dann stellt sich diese Frage eigentlich nicht, weil sie zeigt eigentlich schon eine Doppelmoral. Ich unterstelle jetzt nicht dem Fragesteller oder der Fragestellerin eine Doppelmoral. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir sehr behutsam sein müssen und demütig, damit wir nicht einen kolonialen Blick unbewusst und ungewollt reproduzieren. Natürlich gehören alle diese menschlichen Teile zurück in das Land, aus dem sie kommen, um würdig beigesetzt zu werden von den Nachfahren, denen diese Ahnen gewalttätig geraubt wurden. Vielleicht war die Frage auch so gemeint, sozusagen, ob man bereit ist, wenn nicht auch hohe Zahlungen oder eine richtige Entschuldigung damit einhergeht. Also sozusagen, dass man sagt, wir akzeptieren das erst, wenn das so ist, wie wir das erwarten. Ich weiß nicht genau, was da die Tonalität hinter der Frage war. Dann gab es nochmal Lob. Vielen Dank an allen Beteiligten für den Film. Dieses Thema ist im deutschen Bewusstsein so gut wie nicht vorhanden. Ich hoffe, der Film wird in Schulen zur Pflicht. Genau, das ist, finde ich, auch krass, dass ich sowas auch bei mir in der Schule nie hatte. Genau, dann kam die Frage aus dem Kino Gloria und Gloriette, warum sich entschieden wurde, den Völkermord aus der Perspektive von weißen deutschen Tätern zu erzählen. Da sind wir drauf eingegangen, um sozusagen bei dem zu bleiben, was Lars kennt, die Täterperspektive und den Herero und Nama sozusagen nicht diese Heldengeschichten wegzunehmen. Wie erging es dem Filmteam bei den Dreharbeiten, besonders im Hinblick auf die Reinszenierung der rassistischen und kolonialen Gewalt? Die Frage richtet sich besonders an Leonard Scheicher und die weißen DarstellerInnen Beteiligten. Also, wie erging es dir sozusagen, rassistische Gewalt zu mimen? In dem Sinne natürlich nicht gut, weil auch Hoffmann. Also ich habe ein Skript und ich versuche, das zu spielen, was da steht und was die Situation unserer Geschichte hergibt. Ich als Leonard ist da absolut, der ist total zweitrangig. Da es Hoffmann nicht gut geht, oft, das mit anschauen muss, nur halt, er weiß dann nicht, was er handeln soll oder macht das Falsche. So geht es dann mir auch in der Situation. Deswegen muss ich nochmal sagen, es ist nichts, also man nimmt sich da als, ich nehme mich ja zurück, wie es mir damit geht. Abends im Hotelzimmer ist es vielleicht was anderes, wie ich damit umgehe. Und das ist nicht einfach, natürlich auch für mich ist es nicht einfach, diesen Film zu sehen, weil es einfach hart ist. Aber als Schauspieler in meiner Arbeit nehme ich genau das, was mein Charakter, wie der eben ist, nehme ich mit und so geht es mir dann auch. Das ist natürlich so ambivalent, weil man will ja auch herausfordernde Rollen haben, aber gleichzeitig ist es halt so voll so eklige Person. Deswegen kann ich mir das nur vorstellen, wie das ist. Mich würde interessieren, ob die Dreharbeiten auch größtenteils in Namibia stattgefunden haben. Könnt ihr zu den Dreharbeiten vielleicht noch allgemein etwas sagen? Das würde mich interessieren. Waren die in Namibia? Ja, also wir haben alles, wir hatten 35 Drehtage, 31 davon in Namibia und 4 in Deutschland. Nur diese Uni-Szenen sind in Deutschland gedreht worden, weil es diese Art von Hörsälen nur hier gibt. Ich will noch ganz kurz, also auch wichtig ist vielleicht zu wissen, der Produzent Thomas Kufus und ich haben von Anfang an gesagt, das muss wirklich ein deutsch-namibisches Team sein, weil man muss eben wissen, bei 2,5 Millionen Einwohnern in ganz Namibia gibt es nur eine relativ kleine Filmbranche, eine kleine professionelle Filmbranche. Wir haben versucht, so viele
Leute wie möglich sozusagen in dieses Projekt dort zu involvieren und nur Zusatzteam aus Südafrika zu holen. Normalerweise kommen eben südafrikanische Teams. In Kapstadt gibt es eine große Filmindustrie. Hollywood kommt immer über Kapstadt, fährt dann für Mad Max nach Namibia, filmt die Landschaft, stellt keine Leute ein und haut wieder ab. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Wir haben das anders gemacht. Wir wollten wirklich, dass es zwischen Deutschland und Namibia stattfindet. Und in allen Departments, deshalb ist der Film zum Beispiel auch Cynthia Schimming gewidmet, die war zusammen mit der deutschen Kostümbildnerin Esther Walz und eben Cynthia für die Herero-Kostüme waren sozusagen da, sie ist auch Herero gewesen, ist eben leider verstorben. Das Gleiche war für Sebastian Sukup, aber das Dorf der Herero, das hat John Chipuka gebaut, ein Himba, der sozusagen sich mit dieser Herero-Tradition beschäftigt. Und also so wurde das Projekt aufgestellt. Und ich will noch eine Sache zu der Frage davor sagen. Normalerweise macht Drehen total Spaß. Aber wenn man so ein hartes Thema hat, dann ist es tatsächlich jeden Tag so, dass es wahnsinnig schwer ist. Es war für den Kameramann und mich jetzt gar nicht leicht und auch eben für Leonard und auch für Gurley die ganze Zeit zu überlegen, okay, wie machen wir das? Wie stellen wir das dar? Wenn Trotha diesen Vernichtungsbefehl liest und die Quellen sagen, es war eben diese Anzahl von Herero gefangen und zwei Männer wurden gehängt, das kann man eben nachlesen in den Quellen. Und wenn man das dann nachstellen muss, dann überlegt man sich die ganze Zeit, wo tun wir die Kamera hin? Müssen wir das überhaupt machen? Müssen wir dieser Quelle gerecht werden oder lassen wir die Hängung weg? Wie gehen wir mit all diesen Sachen um? Es war die ganze Zeit wahnsinnig anstrengend. Und noch zu Marcella, der Psychologin, wollte ich sagen, Marcella Kachayova, die ist Psychologin für die Herero und beschäftigt sich mit Kollektivtraumata. Das ist genau ihr Thema. Deshalb war das auch so wichtig, dass sie dabei war und eben mit den Leuten im Gespräch war. Cool. Ich bin jetzt so ein bisschen angebundener, aber ich werde das Dalia und Linus auch nochmal aufgreifen. Die haben die ähnliche Frage gestellt wie Manuel Bendig, also mit, wie war das für die weißen Darsteller, das zu spielen, ob es da psychische Blockaden gab, darauf ist ja Leonard schon eingegangen. Dann gab es noch von dem Geschichtsleistungskurs von Herrn Breuer. Was sagt ihr zu der These, dass der Völkermord an den Herero und Nama im Schatten des Holocausts untergeht? Ist dies berechtigt, weil der Holocaust quantitativ mehr Opfer gefordert hat? Oder darf die Geschichte der Herero und Nama nicht dazwischen verschwinden? Darauf sind wir auch eingegangen. Natürlich, also laut Henning macht es keinen Sinn, irgendeinen Charts aufzumachen, welcher Genozid wie schlimm ist. Man muss alles aufarbeiten, weil alles schlimm ist. Und persönlich finde ich, jeder Genozid ist einzigartig. Also das ist da einfach selbstverständlich, es ist ein Genozid. Deswegen sind wir darauf auch eingegangen. Warum wurde die Szene mit dem Missionar eingefügt? Für dich, Lars, warum? Naja, der Film ist ja der Versuch sozusagen auch dieses Systemkolonialismus so ein bisschen zu dechiffrieren. Deshalb ja auch die Ambivalenz von Hoffmann, deshalb eben die moralischen Diskussionen mit dem Offizier. Und die Missionare spielen natürlich eine große Rolle. Die kamen eben als erstes und für die ganze Legitimation des Kolonialismus ist natürlich das christliche Sendungsbewusstsein und eben die Mission natürlich eine ganz wichtige moralische Argumentationskette gewesen. Also im Grunde fehlen natürlich noch die Siedler und die Kaufleute. Aber dann hätte man irgendwann, also erstmal wäre der Film dann einfach auch viel zu lang geworden, dann hätte man sie auch so stationsweise abgeklappert. Aber ich habe versucht, sozusagen dieses Räderwerk so ein bisschen zu zeigen. Und die Kirche ist eben in einem interessanten, ist sehr interessant. Also diesen Kuhlmann gab es tatsächlich, über den kann man auch eine Menge lesen. Er hat tatsächlich diese Auffangstation Umburo ermöglicht. Er hat versucht, mit dem dann Gouverneur von Lindequist, der nach Trotha kam, eben sich zu arrangieren. Das wurde aber gebrochen, dieser Deal. Dann wurden eben doch die Leute dort auch wieder zur Zwangsarbeit rekrutiert. Also diese Figuren sind eben, finde ich, alle wichtig, um dieses System zu verstehen. Eine Frage, die letzten Fragen. Eine geht an Gurley.
Was wünschst du dir von der deutschen Politik? Also die mächtigsten Menschen in Deutschland, die hören dir jetzt zu. Als Herrero-Person, als jemand, der an diesem Film mitgewirkt hat, was muss passieren? Was soll die deutsche Politik tun? Und eine andere Frage ist gewesen, was passiert eigentlich mit dem Profit von dem Geld? Da wurde gefragt, ob es Überlegungen gibt, es zu spenden oder geht da irgendwie Geld zurück an die Herrero-Communities? Girlie, you first. Okay, well, I think as a starting point. Nun, ich denke, zunächst einmal müsste meiner Meinung nach eine wirkliche und ernst gemeinte Entschuldigung vom Bundespräsidenten kommen. Das würde ich erwarten. Und zweitens, es ist auch so, dass die deutsche und die namibische Regierung einen Weg finden müssen, auch mit den Nachfahren zusammenzuarbeiten. Und man muss einen historischen Kompromiss finden, mit dem jeder dann leben kann. Und drittens würde ich sagen, ist es auch unerlässlich, dass natürlich alle menschlichen Überreste zurückgegeben werden und auch die kulturellen Artefakte. Und das gilt natürlich nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, dass die wirklich zurückgegeben werden, damit man eine würdige Bestattung durchführen kann und auch das generationsübergreifende Trauma überwinden kann. Bisher waren wir einfach noch nicht in der Lage dazu, weil unsere Vorfahren einfach nicht zur Ruhe gebettet werden können. Okay, und ich antworte nochmal auf die Frage der kommerziellen Auswertung des Films. Also man muss verstehen, dass diese Art von Filmen in Deutschland möglich sind, weil wir verschiedene Förderinstitutionen haben, die bedingt rückzahlbare Darlehen uns geben. Bedingt bedeutet, wenn wir den Erfolg haben, dass wir all das Geld zurückzahlen können, dann zahlen wir es zurück, aber eben nur bedingt. Wir müssen es nicht, wenn wir es nicht schaffen, und das ist bei ganz vielen deutschen Produktionen so, dann müssen die eben nicht zurückgezahlt werden. Wir sind ja hier bei Studio Kanal, die hören das jetzt nicht gerne, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Film, so hart wie er geworden ist, ihr habt ihn jetzt gesehen, in eine Gewinnzone kommt, ist aus meiner Erfahrung, ich mache das schon ziemlich lange, nahezu aussichtslos. Das wissen im Grunde auch alle beteiligten Förderinstitutionen und auch das ZDF und eben Spielkanal, die haben sozusagen, deshalb machen sie eine Risikoeinschätzung, wie viel Geld sie selber reingehen, also das freie Geld. Und diese Förderung ist aus meiner Sicht und auch aus Sicht der Partner, die dabei sind, eben eine kulturelle Förderung, die dafür da ist, einen jetzt den ersten Film zu diesem Thema zu ermöglichen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der Förderer erwartet, dass wir über eine Gewinnzone damit wirklich in ein Plus kommen. Das ist auch interessant, dass in Namibia wurde ich ganz oft gefragt, wie ich denn überhaupt nach Deutschland zurückfahren kann, wenn ich so einen harten Film über unsere Geschichte und damit unser Land mache, ob ich da jetzt irgendwie total viele Feinde habe. Ich sagte, bestimmt habe ich Feinde, aber wir können das eben machen. Wir haben in Deutschland ja tatsächlich eine lange Geschichte, wie wir uns mit dem Dritten Reich auch auseinandergesetzt haben, auch im filmischen und im fiktionalen Erzählen. Und ich hoffe, dass das nicht der einzige Film bleibt, denn wie wir heute schon in dem Gespräch gemerkt haben, es wäre natürlich ganz toll, die Gegenseite zu zeigen, auch die Geschichten der Freiheitskämpfer zu erzählen, auch andere Geschichten zu erzählen. Girlie hat einen Film gemacht, Under the Hanging Tree, gerade von Pere W. Kachavivi, der heute spielt, aber sich auch mit dem Thema beschäftigt. Und ich hoffe, dass es einfach noch mehr Geschichten zu dieser verdrängten Geschichte geben wird. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich hoffe auch, dass es sehr viele neue Filme zu dem Thema gibt. Ich bin ein bisschen berührt. Der vermessene Mensch hat mich jetzt die letzten paar Tage begleitet. Es ist ein Film, der unglaublich aufwühlt, der bewegt, der viel Gesprächsstoff liefert und viel wichtigen Gesprächsstoff. Ich bedanke mich bei den HauptdarstellerInnen Leonard Scheicher und Girlie Adama, bei Lars Kramer, dem Regisseur, beim Afrikanisten Henning Melber, bei allen euch in ganz Deutschland, die hier in den Kinos seid. Tragt diese Gespräche voran. Es ist so, dass diese Reparationen noch nicht stattgefunden haben. Es wurde zwar so behauptet, aber wenn man mit den Aktivisten aus der Community spricht, dann ist da überhaupt keine Zufriedenheit. Das heißt, man sollte sich darüber informieren, genauso wie offenbar auch noch nicht aufgeklärt wurde über diesen Genozid. Deswegen tut eure Arbeit, sprecht darüber.
Und genau, ich wünsche euch jetzt, wie es möglich ist, nach so einem Thema einen schönen Abend. Ich bedanke den Menschen, die den Film gemacht haben, dafür, dass ihr diesen Film gemacht habt. Und Henning, auch danke für die ganzen Einschätzungen und für die Zeit. Vielen Dank. Thank you, Malcolm. Danke euch.